Hallo, ich bin's der Sepp und ich möchte euch heute einfach mal ganz fix den Bildungsprogramm Konsolidierungsantrag PA001A für den LPT in Frankenberg vorstellen. Ich fange einfach mal an, warum ist der so lang? Er hat eine Zielsetzung gehabt, es geht darum, dass wir die Beschlüsse von Gernsheim redaktionell überarbeiten wollten. Wir haben Anpassungen und Formulierungen vorgenommen, wir haben diese faktische Ist-Schreibweise, die im Großteil der Gernsheimer AK-Bildung-Anträge drin war, rausgenommen und haben das durch ein das soll so sein, das muss so sein, das kann so sein ersetzt. Wir haben manche Formulierungen entschärft, auch durch die Entfernung dieser Ist-Schreibweise. Und wir haben das bisherige nicht gelöschte Bildungsprogramm etwas aufgeräumt, Teil übernommen und den Großteil weggeworfen. Zur Antragsentstehung. Wir haben uns am 1.7. in Frankfurt getroffen, in einem Real-Life-Treffen des AK-Bildung. Dort die Gernsheimer Anträge besprochen, alle durchgegangen und überlegt, was man denn verbessern kann. Das ist das, was in der Antragszielsetzung drinsteht, was ich eben gesagt habe. Und das haben wir soweit auch umgesetzt. Wir haben es erstmal angefangen, in einem Pad zu bearbeiten, haben das auf der AK-Bildungsmailingliste rumgeschickt und haben dort im Pad dann die ganzen Schreibweisen etwas angepasst. Danach habe ich eine Liquid Feedback-Initiative eröffnet. In dieser Initiative wurde halt der Text, der mit dem gesamten AK-Bildung zusammen überarbeitet wurde, eingefügt. Es wurde um Anregungen gebeten. Wir haben natürlich auch ein Pad aufgemacht, damit wir nicht irgendwie Leute ausschließen, die Probleme mit Liquid Feedback haben oder es nicht mögen oder was auch immer. Das möchte ich gar nicht diskutieren. Tja, und dann ging es über Wochen hinweg, dass ich Mails geschrieben habe, versucht habe, um Anregungen zu bitten, darum zu bitten, dass man das liest. Der Antrag ist schon sehr früh im Wiki eingetragen worden als Bildungsantrag, dass der kommt auf jeden Fall in Frankenberg. Es ging jede Menge Mails auch über alle hessischen Mailinglisten. Es kam dann auch noch ein Alt-Neu-Vergleichsdokument hinzu, dass man halt sich angucken konnte, wie viel Änderung oder Nichtänderung zum bisherigen Programm da ist. Wie gesagt, es geht um eine redaktionelle Überarbeitung, um ein Aufräumen des Ganzen, dass wir damit starten können und weitermachen können. Nach dem Einfrieren der Liquid Feedback-Initiative gab es ein virtuelles Meinungsbild. Dieses virtuelle Meinungsbild hat zwei Ergebnisse gehabt. Erstmal ist es eine unglaublich niedrige Beteiligung gewesen, was sicherlich auch daran lag, dass es sich um sehr viel Text gehandelt hat und dass es eben etwas schwieriger ist, sich die Zeit zu nehmen, den ganzen Text zu lesen, diesen dann nachzuvollziehen und dann zu entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Und deswegen denke ich, ist die Beteiligung etwas niedriger, aber sie ist auf jeden Fall noch etwas über einer LPT-Beteiligung, über einer normalen. Und in diesem virtuellen Meinungsbild haben fast zwei Drittel, also fast die erforderliche Mehrheit abgestimmt, 63%. Die Frage ist, ist das knapp gescheitert? Ja, in dem virtuellen Meinungsbild schon. Ich hoffe, am Samstag oder Sonntag nicht. Ich hoffe es. Ich mache einfach mal weiter mit der Unterteilung dieses Antrags. Wir hatten vorher noch einen Punkt Menschenbild in unseren Überschriften im AK Bildung. Dieser ist nicht mehr vorhanden. Das Menschenbild ist in den Zweck von Bildung gewandert. Das hat ja am meisten, sage ich mal, Diskussionen ausgelöst in Gernsheim damals. Dafür hinzugekommen Hochschule und Demokratisierung in der Bildung. Die beiden Punkte enthalten jetzt Teile aus dem Altprogramm von 2009 und 2010. Wenn wir weitergehen, Zweck von Bildung, fange ich mal einfach an. Der erste Satz ist eigentlich aus dem Menschenbild, ist in Zweck von Bildung gewandert. Die gesellschaftliche Grundlage, das Ziel pädagogischer Arbeit, muss der mündige Bürger sein, der in der Lage ist, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Wir wollen, dass Bildung der Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit eines jeden Menschen dient. Bildung ist für uns weit mehr als Ausbildung und Bildung ist vor allen Dingen mehr als, also das Primärziel von Bildung ist mehr als einfach nur die Vermittlung eines Wissenskanons. Wir wollen nicht irgendwie Leute mit Wissen zutexten und irgendwie was einfiltern. Es geht darum, dass Leute lernen, sich ihres Verstandes zu bedienen. Mehr sagt der Zweck von Bildung eigentlich nicht aus. Zur Rolle des Staates. Der Staat ist für uns wichtig und definitiv nicht überflüssig in der Bildung. Es geht darum, dass der Staat die Verantwortung für Inhalt und Organisation von Bildungseinrichtungen trägt. Er hat die demokratische Mitwirkung von Experten, Eltern und Betroffenen, das sind Schüler und Studenten, zu gewährleisten. Es darf kein unkontrollierter Lobbyismus da sein. Es darf Lobbyismus geben. Der ist ja nicht per se einfach böse, aber das muss
definitiv in einer Art und Weise sein, dass es demokratisch legitimiert und kontrolliert ist. Wir wollen keine weitere Privatisierung von Bildung, wir wollen keinen Mercedes-Stern an Universitätsgebäuden und wir wollen, dass Bildung vom Staat ausreichend finanziert wird und dass jeder die Möglichkeit hat, sie kostenfrei zu nutzen. Größte Änderung an der Rolle des Staates ist eigentlich der erste Absatz, wo es darum geht, dass der Staat eben die Verantwortung für den Inhalt und die Organisation der institutionalisierten Bildung hat. Und dafür haben wir den letzten Absatz, im letzten Absatz einen Punkt gestrichen, der die staatliche Kontrolle über alle Bildungseinrichtungen besagt und der momentan Programm der Piratenpartei Hessen ist. Ich hoffe sehr, dass wir das dann ganz schnell weghaben. Zur frühkindlichen Sozialisation, da ist am allerwenigsten so verändert worden in dem Programm. Es geht uns um die Orientierung an den Bedürfnissen des Kindes, das heißt, wir wollen Spiel als Grundlage des selbstmotivierten Lernens in der frühkindlichen Sozialisation ansehen. Es geht weniger um frühkindliche Förderung, Fremdsprachen, Schreiben lernen, das kann man alles machen, aber bitte auf Wunsch des Kindes und nicht als Förderangebot im Kindergarten. Wir wollen eine Vielfalt von Einrichtungsformen und pädagogischen Konzepten, keine Verkürzung der Erzieherausbildung. Wir wollen Pädagogen, die gut ausgebildet sind für unsere Kinder haben, und wenn dort an der Ausbildung gespart wird, wird am falschen Ende gespart. Wir wollen eine kostenfreie, frühkindliche Betreuung ab dem Mutterschutz. Das heißt, dass dort wirklich genügend Plätze vorhanden sind. Und wir wollen ein aktives Angebot eines Kindergartenplatzes. Das heißt, wenn der Staat, dass der Staat auf die Eltern zugeht, nicht, dass die Eltern Kindergartenplätze suchen müssen, sondern der Staat sagt, hier, da ist der Kindergarten, schick dein Kind doch dahin, das hat die und die Vorteile. Und probier es doch einfach aus. Dinge wie ein Erziehungsgeld als Alternativmethoden, Alternativlockmittel lehnen wir ab. So, zur frühkindlichen Sozialisation habe ich dann noch eine Grafik. Und zwar hat der Kinderbekleidungshersteller Jaco O. eine Bildungsstudie beauftragt, die Mnet durchgeführt hat. Da wurden 3000 Eltern eines schulpflichtigen Kindes befragt. Da ging es eben genau darum, um die Aussage, Vorschulkinder brauchen nicht noch mehr Frühförderung, sie brauchen vor allen Dingen Zeit und Gelegenheit zum Spielen als Grundlage zur Persönlichkeits- und Lernentwicklung. Ob die Eltern diesen Aussagen mehr oder weniger zustimmen können, und da haben 82% der Eltern gesagt, sie können dem auf jeden Fall zustimmen und sie können dem schon mehr zustimmen. Also da liegen wir, glaube ich, gar nicht schlecht mit dieser Aussage. Zur Schulbildung, das ist das umfangreichste Ding, was wir stehen haben und was wir im Bildungsprogramm haben. Da haben wir die ganzen Punkte drin, dass Schule gebührenfrei sein soll, ohne versteckte Kosten. Versteckte Kosten sind für uns Klassenfahrten, Kopierkosten, Bücherkosten, Mittagessen. Das sind Dinge, die einfach im Schulbesuch mit inbegriffen sein müssen. Wir haben gesagt, dass Bildung über Copyright hinausgeht, dass der Lehrer also frei Inhalte kopieren und für den Unterricht verwenden darf. Wir haben gesagt, dass es gleiche Chancen für alle an allen Schulen geben muss. Wenn es irgendwo Probleme gibt, dass zu viele Schulanmeldungen in einer Schule sind, muss das Schulamt einen Weg finden und eine Methode finden, dafür zu sorgen, dass die Anmeldungen geregelt werden. Aber es darf keinerlei Diskriminierung nach Herkunft, nach sozialem Status in irgendeiner Form geben. Schulen in freier Trägerschaft sollen laut unserem Modell die gleichen Mittel erhalten wie staatliche Schulen, dafür sollen sie aber auch kein Schulgeld mehr erheben. Wir haben gesagt, dass wir die Finanzmittel für Schulen so festlegen, dass eine Lerngruppengröße von 20 Schülern die Basis darstellt, so wollen wir es festlegen. Dass wir eine 6-jährige Grundschule fordern, haben wir gesagt. Dass wir eine angebotsorientierte Ganztagsschule fordern. Hier wurde am meisten übrigens geändert bei der Ganztagsschule. Da wurde einiges aufgelockert. Wir wollen eine sofortige Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Das heißt, jede Schule muss Inklusionsklassen anbieten können. Inklusionsklassen müssen bis zu 3 Schüler aufnehmen, 3 Schüler mit Behinderung aufnehmen können. Das Ganze muss auch mit Speziallehrkräften begleitet werden. Wir fordern den Einsatz von Sozialpädagogen, von Schulpsychologen und Speziallehrkräften. Das ist eine Forderung, die wir übernommen haben aus dem schwedischen Schulsystem, die dort sehr gute Wirkung gezeigt hat. Und wir wollen, dass
generell Schüler Anspruch auf die Förderung durch Speziallehrkräfte haben, soll also auch der Schulwechsel von Bundesland zu Bundesland erleichtert werden, wenn man auf eine neue Schule kommt. Wir wollen eine Gesamtschule einführen und lehnen generell Schülerüberwachung ab. Das waren die Punkte, die wir grundsätzlich hatten. Und wenn ich da jetzt drauf eingehe, auf den Punkt der Ganztagsschule, ist für mich ganz wichtig, es ist eine angebotsorientierte Ganztagsschule. Das bedeutet, die Öffnungszeiten sind von morgens bis abends von der Schule, von 7 bis 17 Uhr, haben wir gesagt. Das bedeutet aber nicht, dass wir nur Schulklassen haben, und ist bisher Programm, das soll aber geändert werden mit dem neuen Antrag, die irgendwie von 8 bis 15 Uhr gehen, sondern es soll die Möglichkeit geben, dass die Schule je nach Nachfrage entscheidet, ob es Vormittagsklassen gibt, die bis 1 Uhr laufen, ob es Spätmorgensklassen gibt, die erst später anfangen für die Murmeltiere und später aufhören, oder ob es eben die Ganztagsschulklassen gibt, die dann eben von morgens bis nachmittags gehen und mit einer größeren Mittagspause. Die freie Zeit, die sonst in der Schule ist, wenn man zum Beispiel nur Halbtagsklassen hat, dann kann man die füllen mit Vorder- und Förderangeboten und diversen AGs, Freiwilligenangeboten, Hausaufgaben, Hilfe, was auch immer. Also die Schulen sollen in Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern die Möglichkeit haben, dort einfach frei sich zu entfalten. Aber das Ganze ist eben wirklich unter der Prämisse ganztagsoffen. Komme ich einfach mal noch auch wieder auf diese Bildungsstudie des Herstellers Jacobo zurück. Jetzt mache ich hier wieder Werbung. Wenn man sieht, die Verteilung von Kindern auf die verschiedenen Schulformen, da sieht man, dass die Mehrheit der Eltern befürwortet, dass Kinder erst ab der 6. Klasse aufgeteilt werden. Es geht also wirklich darum, dass die Sozialisation von kleineren Kindern mit ihren Freunden, Bekannten in der Grundschule wirklich längerfristig sein soll, bevor diese dann getrennt werden, auf weiterführende Schulen geschickt werden. Das ist auch der Antrieb für uns, die 6-jährige Grundschule zu fordern. Und dann geht es nochmal um die Ganztagsschule. Und da geht es darum, dass die meisten Eltern wirklich eine Ganztagsschule wollen. Also wir haben, dass ein Viertel aller Kinder die Ganztagsschule besucht und dass ein Großteil der Eltern allerdings die traditionelle Halbtagsschule nicht möchte. Also es ist nur gut ein Viertel, was noch auf der bisherigen Schule bis 13 Uhr bleiben möchte. Tja, kommen wir zum Bereich Hochschule. Es gibt keine Anträge seitens des AK Bildungs im Bereich der Hochschule, Hochschulpolitik. Deswegen haben wir alte Programmpunkte übernommen. Hier ist definitiv eine Überarbeitung und Neufassung nötig. Ich hoffe, dass sich da auch Leute finden, die im AK-Bildung mitmachen, außerhalb des AK-Bildungs, mir egal, aber die das irgendwie auf Vordermann bringen. Was wir derzeit haben oder was wir gerne noch weiter behalten möchten an Programm, ist, dass wir einen Punkt haben, der nach den verfehlten Studiengebühren die Umsetzung von Finanzierungsmodellen, die die Benachteiligung sozial und finanziell schlechter gestellter Studenten ausschließt. Die freie Verfügbarkeit von Wissen und Werken aus Hochschulen für alle öffentlichen Einrichtungen, okay, standardmäßige Piratenforderung, was in Hochschulen entstanden ist, soll auch frei nutzbar sein. Und ansonsten sollen die Erlöse aus dem wirtschaftlichen Erfolg irgendwelcher Entwicklungen an Universitäten, Forschungsentwicklungen direkt wieder in den Ausbau von Bildungseinrichtungen zurückfließen. Das ist alles, was wir jetzt zum Punkt Hochschule haben. Dann haben wir das mit der Demokratisierung, genau dasselbe Ding. Wir haben Anträge gehabt vom AK Bildung im Bereich demokratische Schule. Das ist allerdings nicht durchgekommen. Ich glaube, da war das Hauptproblem, dass wir drei verschiedene Antragsgruppen hatten und wir uns da nach langer Diskussion in viel zu viel Komplexität verfangen haben. Wir haben deswegen einfach einen Programmpunkt im Bereich der Demokratisierung rausgenommen und wollen den gerne behalten. Der heißt einfach nur, die Piratenpartei Hessen will Bildungseinrichtungen als demokratischen und öffentlichen Handlungsraum ihrer Teilnehmer gestalten und die Lernenden zu Hauptakteuren machen. Auch hier braucht es meiner Meinung nach Ausarbeitung, Überarbeitung. Auch hier hoffe ich auf Mithilfe für die Zukunft. Okay, der nächste Punkt, den wir haben, sind die Beschäftigungsverhältnisse. Wir fordern eine qualitativ hochwertige Ausbildung und wir wollen, dass die Arbeit dementsprechend hoch dotiert wird. Das heißt, wir wollen, dass Pädagogen so bezahlt werden, dass es ihnen auch in ihrem Beruf Spaß macht. Ich
Ich meine, da geht es vielleicht nicht um die Gymnasiallehrer, da geht es dann eher um die Erzieher im Kindergarten. Pädagogen sollen einen Anspruch auf Beratung und Supervision haben. Da geht es einfach darum, dass Pädagogen ihre eigenen Leistungen überprüfen sollen und dementsprechend anpassen und verbessern können. Und die dreijährige Fachausbildung für Erzieherinnen und Erzieher soll beibehalten werden. Das haben wir schon in der frühkindlichen Sozialisation stehen. Aber es ist explizit nochmal hier bei Beschäftigungsverhältnissen reingeschrieben, weil es wirklich einfach ein Problem ist, dass wir diese Ausbildungsverkürzung so nicht hinnehmen wollen, weil es einfach wirklich uns darum geht, dass wir beste Bildung durch best ausgebildetes Personal und durch glückliches Personal auch haben wollen. Zur Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte gibt es zu sagen, dass wir da dringenden Änderungsbedarf sehen. Es soll eine frühere Eignungsfeststellung geben, dass angehende Lehramtsstudenten, angehende Pädagogen einfach früher feststellen, ob denn der Beruf überhaupt das Richtige für sie ist, bevor sie dann irgendwo das erst in der Klasse merken. Es soll bessere Anreize für Weiterbildungsmaßnahmen geben. Lehrkräfte sollen ihre Stärken und Schwächen aufgezeigt werden, damit sie sich auch besser entwickeln können und auch in der Arbeit besser vorankommen. Burnout-Vermeidung, das ist der Punkt. Wer gestresst ist, wer Burnout irgendwie entgegensieht, der ist auch nicht in der Lage, Kinder ordentlich zu unterrichten und pädagogisch zu arbeiten. Tja, war's das? Nee, das war's natürlich nicht. Das ist ein Grundgerüst, was hier steht und was ich jetzt gerade hier im Schnelldurchlauf irgendwie runtergerattert habe. Wir wollen das Programm erweitern, das ist erwünscht, das ist gewollt, dass ihr mitmacht, das ist auch nötig, weil das, was da steht, ist sicherlich auf einem Fokus, der manch einem nicht gefällt. Man kann den Fokus gerade rücken, indem man andere Sachen mit reinbringt. Ich glaube, man kann den Fokus nicht gerade rücken, indem man etwas komplett anderes dort einbringt und das, was dort steht, wegschmeißt. Und nach dem LPT soll es weitere Antragsarbeit innerhalb des AK Bildung geben. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich da möglichst viele einfinden. Und zu guter Letzt gibt es noch mehr Infos, einmal eben unter peer.at, PA001A, gibt es dieses Dokument, was den Alt-Neu-Vergleich hat, da könnt ihr euch das selber noch mal durchlesen. Dann gibt es noch den Punkt unter peer.at, PA001A Wiki, gibt es halt den Antrag im Wiki, obwohl ich glaube, unter Landesparteitag Hessen googeln, wird man schneller drauf kommen. Und wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Mail, sebastian.greiner@piratenpartei-hessen.de oder an ak-bildung@piratenpartei-hessen.de könnt ihr auch eine Mail hinschicken, dann landet die auf der AK-Bildungsmailingliste und dann finden wir sicherlich auch jemanden, der das beantwortet. Okay, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und wie gesagt, wenn Fragen sind, melden. Bis dann. Tschüss.